Im Fall Amrin ist ganz offenkundig, dass es zumindest Koordinationsprobleme zwischen den Behörden gegeben hat. Dies gilt es nun aufzuklären, um dann zu prüfen, welche Konsequenzen zu ziehen sind. Wir haben uns darauf verständigt in der Koalition, dass zunächst das neu konstituierte parlamentarische Kontrollgremium jetzt einen Bericht erstellt, Prüfungen unternimmt und nach dem Gesetz, das wir erst im letzten Jahr verabschiedet haben, heißt es auch, dass alle Behörden von Bund und Ländern aufgefordert werden, dieses Gremium zu unterstützen. Und deswegen wird dieses Gremium sicher auch mit den Ländern Kontakt aufnehmen. Es findet in dieser Woche eine Aktuelle Stunde zu dem Thema statt und im Innenausschuss wird über den Bericht, den der Bundesinnenminister vorgelegt hat, diskutiert werden. Danach wird entschieden, ob bereits dies eine ausreichende Information ist oder nicht. Wir bleiben von der Union dabei, dass wir für einen Untersuchungsausschuss offen sind. Wir schauen aber jetzt erstmal, was an Ergebnissen zusammengetragen wird. Die Frage, ob man einen Sonderermittler einsetzen soll, beantworten wir in der Union nach wie vor mit Nein. Ein Sonderermittler hat keinerlei gesetzlich festgelegte Kompetenzen. Und zweitens finde ich schon, ein selbstbewusstes Parlament muss seine eigenen Instrumente einsetzen. Und die eigenen Instrumente sind nun das neu geschaffene parlamentarische Kontrollgremium und im Notfall auch ein Untersuchungsausschuss. Das wird also jetzt in diesem Zusammenhang in dieser Woche stattfinden. Wir haben heute zur Kenntnis genommen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbot. Die Bundestagsfraktion hatte immer erhebliche Bedenken, ob ein neuer Antrag ausreicht, um die NPD zu verbieten. Und wir haben uns deshalb einer neuen Klage auch nicht angeschlossen, sowie der gesamte Bundestag nicht. Festzuhalten bleibt allerdings, dass das Bundesverfassungsgericht eindeutig festgestellt hat, dass die NPD verfassungswidrige Ziele verfolgt und Aktivitäten, aber dass eben nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit das nicht ausreicht, um eine Partei zu verbieten. Das ist sicher auch geprägt von der Rechtsprechung des Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg, der sagt, wenn etablierte Parteien und Gruppierungen einen Antrag stellen auf Verbot einer anderen, muss schon eine erhebliche Gefährdung für den Rechtsstaat ausgehen. Und dies wurde verneint. Es bleibt aber dabei, dass wir uns mit der NPD und ihren Aktivitäten auseinanderzusetzen haben. Und wenn es Vorgänge gibt, wie sie ja in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen sind, dass Gewalt von Anhängern der NPD eingesetzt wird, muss dies von den Sicherheitsbehörden auch entsprechend konsequent beantwortet werden. Wir haben eine Diskussion um Haushaltsüberschüsse. Hat es ja auch in Jahren zuvor nie gegeben. Vielleicht fällt es manchem deshalb schwer, mit dem Thema richtig umzugehen. Wir haben uns entschlossen in der Union, dass wir den Weg von Wolfgang Schäuble unterstützen, den Haushaltsüberschuss von über 6 Milliarden Euro nicht in die Rücklage zu nehmen, sondern damit Schulden zu tilgen. Schuldentilgen heißt auch, dass wir auf die nächste Generation schauen und wir wissen alle, dass ein Teil der guten Haushaltslage auch den absolut niederen Zinsen geschuldet sind, dass wir gar keine
Zinsen zahlen müssen auf die Schulden, die wir haben. Und da das sicher wieder eines Tages zu höheren Zinsen kommt, ist es sehr richtig, wenn wir jetzt Schulden reduzieren und nicht das Geld einfach hinauswerfen. Es wird dann argumentiert, wir müssen investieren. Wir haben die Situation, dass die vorhandenen Investitionsmittel nicht abfließen können. Da mache ich keinen Vorwurf. Es wurden die Planungsstrukturen in den Kommunen in Zeiten, wo kaum Investitionen zur Verfügung standen, zurückgefahren. Das muss nun aufgebaut werden. Aber wir sehen jetzt schon bei Ausschreibungen, dass die Preise steigen. Das heißt also, wir können mit noch weiteren Investitionsmitteln gar nicht mehr erreichen. Und es müssen erstmal die Mittel abfließen, die zur Verfügung stehen. Und deshalb haben wir gesagt, es bleibt dabei, dass wir jetzt eine Schuldentilgung haben wollen. Wenn der Koalitionspartner nicht mitmacht, dann geht das Geld eben in die Rücklage, in weitere Investitionen nicht.